Aufnahme läuft. Hier ist auch alles. So, ja, Gruppen-Let's Play. Zuallererst werden wir erstmal alle anderen Server runterfahren. So. Minecraft 2 Server ist down. Carpathian Server ist down. Vanilla Server ist down. Underworld Server ist down. Und Trash Server ist down. Okay. So, jetzt ist aber alles down. Thomas, hörst du mich? Ja. Okidoki, sehr schön. Gut, dann mache ich jetzt auch mal Neustart auf dem Itavil Server und ja. Ah, Linux Duke ist auch gerade gekommen. Let's Play startet. Neustart incoming. So, na dann, auf 3, 2, 1, bumm. So. Okay, jetzt ist alles außer Iterwheel down. Ja, willkommen zu einem Gruppen-Let's Play von mir, Thomas, deren Tochter Celine und Linux Dirk. Thomas und Linux Dirk auch zu finden auf YouTube. So. Mal gucken, ob hier was Neues kam. Nein. Alles ruhig. Okay. Alles ruhig. So. Wie bitte? Ich bin schon am Server. Jo. Okay. Linux Dirk war auch schon gerade drin. Dann komme ich jetzt auch mal rein. So, zur Erklärung, was wir machen. Wir haben jetzt wieder als kleines Special, mal gucken, ob es ein bisschen länger wird, aber jetzt erstmal so als Pilotfolgen quasi, ein Gruppen-Let's Play auf meinem Itavil-Server, wo wir einfach zusammen ein bisschen Zeit verbringen werden, was aufbauen werden als kleines Gruppenprojekt halt. Jetzt muss ich ganz kurz hier aus meiner Liste raussuchen, das ist der. Da. 3, 2, 1, bumm, da bin ich. Okay, so. Ja, ich stehe gerade hier auf einem schönen hohen Berg. Hier gibt es Lebensbäume. Hehe. Okay, dann komme ich mal direkt zu euch. Suche Sinn im Leben. Ach, da. So. Ach ja, haha, halt, ich bin ein falscher. Ich wollte ja neu hier. Natürlich nicht als Walker, sondern als Ronix. That makes sense. Ist ja schließlich ein Let's Play. So, ups, wer ist denn hier? Oh, hallo Linux Dirk. Wobei Linux Dirk ist noch nicht im Mantel drin, kann das sein? Nee. Richtig, weil er die anderen nicht wusste, habe ich ihn eben per Message geschrieben. Achso, na, ich habe ihn auch vor 10 Minuten gerade nochmal eine Message geschickt. Ja. Okay. So, zuallererst wollen wir direkt hier am Spawn bauen. Ich meine, ist ja relativ schönes Flachland. Oder wollen wir uns nochmal eine flachere Gegend suchen? Fu betrat den Kanal. Also Fu kenne ich nur als Fu Bar. Ja, ist noch der falsche Nickname. Ich John nochmal neu. Okay. So, damit dürfte das also Linux Dirk sein, von der Stimme her. Okay, gut. Jo. Dann gehen wir gegen Osten. Moment mal, wo ist jetzt überhaupt was? Also da ist Westen, da ist Norden, dann ist da Osten, da ist Wien. Okay. Linux Dirk steht noch da und rührt sich nicht. Okay. Doch, nur aber. Okay, nun ist er da im richtigen Namen, mit richtigem Namen. Ja, ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert. Ich habe jetzt hier ein ganz kurioses Setup. Ich habe zwei Mikrofone. Einmal für mein Let's Play, klassisch. Und da habe ich noch ein zweites Mikrofon. Das ist so ein eigentlich zum Einrichten von Soundanlagen. Ja, und das nehme ich jetzt praktisch für Mumble. Ganz kurios. Ich hoffe, es funktioniert. Gut. Okay, ich würde mal sagen, die Richtung ist flach. Wir gehen erstmal hin. Da hinten sehe ich auch Dschungel. Ansonsten, eingelebt habt ihr euch in meinem Server bereits? Fragezeichen.
Doch, so Manchester generell, ne? Ja, nur ich habe ja halt noch ein bisschen, ist halt Server mit Mods und zum Beispiel habe ich eine Mod drauf, jetzt erst vor kurzem, dass wenn man einen Baum abhackt und das mit der Shift-Taste macht, dass dann der Baum quasi komplett gefällt wird. Das funktioniert. Gut, okay, habt ihr also schon probiert, sehr schön. So, oh, Alter, ich liebe diese Kirschbäume. Vor allem hier im Kontrast mit dem Dschungelbaum, ist schon nice. Oh mein Gott, da kommen die anderen, die verfolgen mich. Hilfe, Hilfe! Nein, du läufst uns davon. Mist, mit dem Account habe ich keine Fast-Privilegien. Scheiße, ich kann nicht wegrennen. Okay, so. Ha, Bäumig, siehst du schon mal sehr gut aus. Ich werde auch direkt mal ein bisschen Holz abernten, weil, wie gesagt, ich starte hier komplett neu. Mein alter Account ist ja nicht mehr da, weil ich die Welt zurücksetzen musste, auch für meine Zuschauer jetzt. Der alte Server, Itaville-Server, gibt es nicht mehr. Ich hatte davor die More OS Mod drauf, womit man Kristall ist hier. Gott, was war denn? Mithril, glaube, genau. Und die Mod soll wohl aber irgendwie ein bisschen verbuggt sein, hat mir Wusi gesagt. Das Problem ist, wenn man hier halbe Sachen hinmacht, also diese sogenannten Slabs, dann kann man diese nicht mehr so anlegen, dass sie automatisch positioniert werden, sondern sie werden automatisch nach unten ausgerichtet. Dementsprechend musste ich die Mod wieder entfernen und da sie aber in den Map-Gen eingreift und neue Sachen hinzufügt, musste ich bei der Gelegenheit auch die Map zurücksetzen. So, jetzt bin ich hier mitten im Dschungel und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das ist auch nice. Ich steck fest. So, da oben sind ein paar, ja, wie heißen die Dinger überhaupt nochmal? Bambusbäume? Fragezeichen. Wasser haben wir hier auch. So, die Frage ist, wollen wir ein bisschen höher gelegene Bergregion aufsuchen oder wie ich bevorzuge Flachland? Sucht was. Lässt sich leichter bauen. Deswegen ja, deswegen bevorzuge ich das ja auch immer, aber eben, manche mögen es ja auch so praktisch so an so Berghängen Gebäude zu bauen, was gerade so im, ja, halt, ja, sieht dann halt hügelig schwer aus, wenn man das so sagen kann. So. Wir sind aber noch recht nah am Spawn. Ja, ja, eben, deswegen laufe ich hier auch. Ach, dachte gerade schon, ich habe eine Nian-Katze gefunden. Aber war nur Sherry-Baumblätter. Okay, ja, gut, dann laufen wir mal noch ein bisschen weiter in die Richtung. Wollte ich nicht Holz sammeln? Doch, hab 6. Na gut, ein bisschen habe ich. So. So. Ganz schön gebirgig hier. Geronimo! Autsch! Das Objekt Ronny ist verstorben. Hi! Ups, bitte 2 Zeichen. So. Ja, ich weiß nicht, wie es mit dem Lag aussieht. Bei mir ist alles wunderbar. Ist bei euch auch alles soweit gut? Läuft ganz gut, ja. Sehr schön. Ah Gott, jetzt ist hier gerade überall Wasser. Ich glaube, in die Richtung kommen wir gar nicht so weiter. Oder wollen wir schnell Boote bauen? Schwimmen geht immer. Ja, doch, schon mal rüber. Hält jung, hält fit. Beides das Gleiche. Celine steht schon da und traut sich nicht. Ah, jetzt kommt sie. Sie taucht meistens. Ja, tauchen ist jetzt mit dieser neuen Kipp, wie heißt das? Nick-Bewegungsmodus. Der ist total verwirrend, wenn man damit taucht oder fliegt, ist, wenn man alteingesessener Mindtest-Spieler ist, echt ungewohnt. Ah, eine kleine Insel. Komm. Ziehen einfach alle auf die Insel. Auf die kleine Insel bauen wir jetzt ganz Berlin.
ist ja wirklich relativ klein. Ja, schon zu Ende. Nice. Na gut, dann hole ich mir hier nochmal ein bisschen Holz ab. So. Jetzt habe ich schon mal 12 Holz. Geht ja. Und die Wiener bleiben stehen, deswegen habe ich die bei mir abgeschaltet. Ja, jetzt ist mir schon aufgefallen. Eben die Blätter, die gehen schön ab, aber ja, die Vines, die bleiben einfach in der Luft hängen. Dachte ich, oder hatte ich gehofft, dass das mittlerweile auch behoben ist, oder naja, ist ja kein wirklicher Bug, obwohl eigentlich doch. Ja, aber eben leider noch nicht drinne, dass die auch verschwinden. Ah ja. Mal gucken, vielleicht schreibe ich da selber mal denn eine kleine Add-on-Mod quasi, dass die praktisch, ich weiß gar nicht, ob es mit einer Eigenschaft ist oder ob das in einer speziellen Gruppe sein muss dafür. Aber jetzt ist halt erstmal leider. Ich lasse die schon gar nicht mehr wachsen, weil sich die Venus auch extrem laganfällig bewiesen haben. Oh, okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Und mit einem Server Cleaner oder dem Mindtest Remover kann man die wunderbar automatisch entfernen, wenn man in die Nähe kommt, sofern welche gewachsen sind. Ah! Ja, gut, dann werde ich mich mal danach dann in naher Umgebung dann mal auch, naher Umgebung, naher Zeit mal umschauen. Vor sowas wäre natürlich. Ja, wo schwimmen wir denn weiter? Ich muss mal jetzt kurz gucken, habe jetzt gerade ein bisschen die Orientierung schon verloren, fängt ja gut an. Man folge mir in meine Richtung Thomas. Gott, sind da so viele kleine Inseln. Waren wir nach Süd unterwegs? Ja, doch, bin ich. Süd. Südosten bin ich gerade ausgerichtet. Wobei das da auch wie eine kleinere Insel aussieht. Ich glaube, wir sind gerade auf dem südpazifischen, auf der südpazifischen Kleininselgürtellinie angekommen oder so. Willkommen in Japan! Schon ein bisschen größer. Ja, doch. Hier an der Seite. Vor allem hat so eine Sichelform. So ein bisschen U. Oh, und Pilze gibt's hier. Wobei ich, das habe ich auch schon mal in der Folge gesagt, die Pilze, das Einzige ist, was ich tatsächlich nicht so schön finde, optisch her, die wirken so extrem klobig. So ja, ein bisschen lang der Stiel, ne? Ja, na, vor allen Dingen nicht nur lang, sondern vor allem dadurch, dass sie auch genau immer 2x2 sind, wirken die halt, naja, dick und im Verhältnis zu dem halt relativ kurz. Da finde ich optisch die von Mindclone wesentlich, schöner. Jetzt. So dick wie die aussehen, liegen die auch im Magen. Na, man kann die verwenden als Holz, habe ich gesehen. Das ist praktisch intern in der Holzgruppe mit enthalten. Okay. Jetzt knappern wir alle an den Pilzen rum. Ja, die Haube oben bleibt stehen beim automatischen Ab. Okay. Bin ich jetzt gerade auch am gucken, eben. Habe es gerade außerdem manuell abgebaut. Ja, tatsächlich. Das ist blöd. Na gut. Ein bisschen. So. Vor allem, man kann aus diesen Pilzblöcken keine Gerichte oder ähnliches machen. Das ist also wirklich rein dekorativ. Was natürlich auch ein bisschen schade ist. Wobei, man merkt schon an Mindclone zum Beispiel, dass das mit dem, dass man die Dinger verzehren kann, extrem overpowered ist, weil ein so ein Pilz und man hat praktisch sein ganzes Inventar mit Verpflegung voll, ist schon ein bisschen, ja. Das hat hier jemand Stimmenbruch? ein bisschen Hals. Der Stimmbruch ist es nicht. Ja, ich weiß nicht, hat man bei mir eigentlich so eine Alien-Hintergrundgeräusche? Ich hatte bei den ersten Probeaufnahmen, da hat mein Mikrofon immer automatisch, beziehungsweise die Software automatisch hochgeregelt. Und dann war so ganz kuriose, klang so wie Rauschen aus dem All.
Tochter hat mich gerade abstürzen lassen. Super. Oha. Oha. Ah ja, Kinder fallen einem relativ schnell in den Rücken. Oh, und ich bin der Treibsand. Fuck. Hilfe. No. Hilfe. Ist das hier alles Treibsand? Ah, nee, jetzt wieder normal. Ich höre jemand lachen. Jetzt ist Celine auch im Treibsand. Die kommt so schnell raus. Aber besser nicht reingehen. Nee, lieber nicht. Schlecht für die Gesundheit, habe ich gehört. Ah, Bananenbäume. Ich sehe Bananenbäume. Also die Gegend hier ist schon relativ flach. Ich glaube mal, sobald wir aus dem Pilzbiom raus sind, können wir uns mal Ausschau halten nach einer schönen Flachebene. Weil keine Pilze mehr in Sichtweite sind. Ja, das ist wohl wahr. Ein paar kleine Pilze mit, da kommen ein paar große Pilze pflanzen. Wobei die Bananenbäume auch schon relativ overpowered sind. Da bekommt man auch relativ schnell, wenn man hier in so einem Bananenbaumbiom ist, hat man auch relativ schnell die Taschen voll mit Bananen. Sobald man dann seine erste Farm hat, hat sich das Thema ja eh erledigt. Ja gut, stimmt auch wieder. Wie ist es apropos Farm? Vielleicht mal hier ein bisschen Gras einsammeln. Leute, ich habe 3 Big Packs dabei, 4 Big Packs, ihr habt keine Ahnung, was ich alles mitschleife. Ja, bei Backpacks, da stelle ich mich immer ein bisschen dumm an, weil ich immer erst ewig brauche, bis ich überhaupt Baumwolle ja, in ausreichendem Maße vorrätig habe. Oh Gott, die rennen schon alle vor. Ich bin letzter. Hilfe. Oh. So. Einmal Parcours laufen hier. Oh, da kommt schon wieder ein Berg. Ich sehe einen Apfelbaum. Also ein Baum mit Apfeln. Was macht ein Apfelbaum für gewöhnlich auch? Ja, das scheint wohl irgendwie direkt in dem Map-Chat drin zu sein, weil die Äpfel, die scheinen wohl nicht random zu spawnen, sondern die haben richtige Spawn-Plätze. Weil wenn man nämlich bei den Äpfelbäumen die Äpfel aberntet, dann kommt genau an den gleichen Stellen später wieder Äpfel. Oh, ich habe eine Lichtung gefunden. Huf, und Dschungel vor uns. Schon wieder Dschungel? Normal. Kommen wir hier vor wie im Dschungel. Rababa. Yay. Ja, aus dem hat Celine gestern schönen Pie gebacken. So. Oha, Klippe. Yay. Ronny entwickelt sich zu Freerunner. Oha, mein Inventar ist voll. Mist. Das Problem habe ich auch gerade. Oh ja, ich habe auch hier fast 400 Blätter. Ja. Kann man später gut verbrennen. Ansonsten haben die erstmal keinen Zweck. Ich habe die jetzt weggeschmissen. Oder so. Mache ich auch mal. So. Oh. The original MyTest-Dschungel. Kurzer Test bei Celines Mikrofon. Gehen. Celine, ich wusste gar nicht, dass du so männlich und so erwachsen klingst. Wow. Hallo? Das sollte ein Kompliment sein.
hab Kakao gefunden. Yay. Tja, wollen wir nur mal hoffen, dass wir hier bald mal auf so eine schöne große freie Fläche kommen. Bisschen schwierig. Ja, zumal hier die Gegend auch gerade relativ hügelig ist. Also, aber gut, es ist bei diesem Dschungelbiom allgemein so, dass die immer in hügeligen Gegend auftauchen. Zumindest habe ich bisher noch nie so mein Test-Dschungelwald auf einer Flachebene gefunden. Oh, und Wasser. Links und rechts geht's weiter. Dann umschiffen wir das Wasser. Wow. Ich ins Wasser. Aha, na, hier sieht es auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ein bisschen flacher. Zur Not die ganzen Bäume kann man ja abschlagen, aber gleich ein bisschen Holz. Geht ja mit der Woodcut-Mod auch relativ easy. Na gut, links ist auch wieder Wasser. Viel Gemüse und dergleichen. Ja, ja, also, oh, ich habe Erdbeeren gefunden. Also, hier. Orange? Ich hab eine Kartoffel gefunden vorher. <Nee, ja. lacht> Ja, Kartoffeln habe ich alles, was ich brauche jetzt. Oh, ich wollte auch schon angepflanzt und vor allem die Kartoffeln kann man auch schön braten und dann aus den gebratenen Kartoffeln kann man sich dann auch wieder einen Kompott oder einen Salat machen. Der gibt relativ viel Nahrung, also geht schon. So noch besser. Alles, was du dazu brauchst, sind Kartoffeln und Gurken. Gurken habe ich 4, Kartoffeln habe ich 1. Und ich habe. Ja, Gurken habe ich auch ein paar. Dann ist die Farm, glaube ich, schon mal klar, was da passiert. Naja. Genau. Hier haben wir auch eine schöne Lichtung. Ich glaube, wir können uns hier direkt niederlassen. Ist doch eine geile Gegend. Ist hübsch, halb im Wald, jo. Bisschen Wasser ist hier vorne auch. Sehr gut. Eben, können wir so einen schönen Hafen bauen? Nennen wir die Stadt Hamburg. Wasser. Da ist relativ viel Wasser, Flachwasser mit Sand. Also keine Frachtschiffe, schade. Dafür viel Clay. Ah. Clay kann man immer gut gebrauchen. Vor allen Dingen, wie ich hier gerade sehe, kein Treibsand. Mein Todfeind. Nee, ist alles fest. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, Place accepted. Dann lichte ich mal ganz kurz hier ein bisschen die Gegend, brauchen wir hier ein paar Bäume ab. Auf die Plätze fertig los, oder was? Oh, ich habe schon Stufe 2 Holzfäller erreicht. Mhm. Sieht mich an, ich bin King, ich bin Pro-Gamer. Ich mag diese Awards. Ja, das ist hier grob das Zentrum. So, ich glaube mal als allererstes stelle ich mal eine Kiste auf. Das ist hier, mein Inventar ist ja chronologisch voll. Nein, wie heißt das? Aus Prinzip ist es voll. Mag mich nicht. Den Nachteil einfach zum Vorteil machen. So. Die erste menschliche Hinterlassenschaft, eine Kiste. Pilzbaumsetzling. Nice. So, ich schlag die Bäume ab. Wer macht Feld? Ach, sogar gleich eine Doppelkiste. Sehr schön. Ja.
Da wäre die Frage, was wir hier bauen, wie wir es anlegen, Zentrumsplatz. Na, ich würde am besten erstmal hier direkt am Hafen anfangen, die Straße zu ziehen. Und da können wir dann erstmal so ein klein, paar Häuschen hinbauen. Und dann würde ich mal sagen, direkt vom Hafen aus, hier kann die Stadt dann ja ein bisschen in die Breite wachsen und so. Lass wir erstmal anfangen mit 4 Häuschen für uns zum Leben. Und dann hier zum Beispiel, da wo ich jetzt gerade bin, kann man denn ja so schön Farm bauen. Ist dann so ein bisschen abgelegen, aber immer noch nah am Stadtzentrum, sodass man da keine allzu weiten Fußwege hat. Fäll ich erstmal ein paar Bäumchen und dann geht's los. Jetzt habe ich auch meine Achse gepackt. War natürlich voll intelligent. Danke. So. Ich entsorge auch mal ein bisschen was. Ich spende auch mal ein bisschen was in die Kiste. Ne? Aber hier gibt es echt viel Gemüse, das muss man echt schon sagen, also. So, sehr schön. Ich habe gesagt, die ganzen Blätter können wir erstmal so als Ofenfüllmaterial, wie auch immer man das jetzt nennen mag, missbrauchen. Weil davon haben wir echt eine ganze Menge. Passt. So. Ohne jede Sortierung. Ja, das ist, einfach reinschmeißen, das geht schon. Eben, Kramkiste. Oh mein Gott. Celine wird vom Riesenbaum gefressen. So, meine erste Spitzhacke ist damit schon mal weg. Die gute Eisenhacke. So. Mal so ein bisschen farmen, ne? Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen Steine, damit wir hier Steinwerkzeuge bauen können. Hier war irgendwo so eine Höhle in der Nähe. Ach, da sehe ich sie schon. Oh, Kohle gibt's hier auch. Gut. Ich komm nur nicht ran. Einmal außen drum herum. Autsch. Ah, die Höhle geht sogar ein bisschen runter.
So. Also hier dann Reis, Korn, was auch immer. Boah, ich dachte jetzt an Kartoffeln. Ja, nee, dann will ich jetzt zwei Stufen Erde ausheben, dann eine Erde übrig haben und unten das Wasser drunter lassen. Oder wollen wir das als Bach mitten durchleiten? Njam, 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 njam. Was eine Antwort. Sehr gut. Genauso machen wir das. Ganz genau. Ich hatte jetzt hier die Löcher gelassen, dass wir da dann irgendwie das Wasser reinmachen und unten drunter eine Fackel, dass man auch gleich so das Ganze so ein bisschen beleuchtet hat. Gegen Unterirdisch spricht erstmal nichts dagegen, weil ein Bach wird hier auf dem Flachland ein bisschen problematisch zu implementieren, von daher würde ich auch erstmal unterirdisch das Wasser anlegen. So, ansonsten brauche ich dann meine Eisenspitzhacke erstmal komplett auf. Dann haben wir erstmal ein bisschen Vorrat an Stein. Gibt es da keine Mangelerscheinungen mehr? Oh, Berganfänger. So, meine Eisenspitzhacke ist leer. Wir haben jetzt erstmal gut 170 Steine. Sollte erstmal für den Anfang reichen. So. Holz kommt da rein. Da, da, da. So. Gut, ich bin dann in 5 Sekunden wieder da. Kleine nächste Folge. Für meine Zuschauer, schau mit V. Bis gleich.